langsam zusammenbacken. Da hinten wird schon wieder geschossen. Das habe ich aber auch letzten Tag schon öfters gehört in dem Waldgebiet. Unten ist der Radweg, mache ich mich gleich wieder drauf und dann wird sich wieder eine Bank gesucht, wie jeden Tag. Da, die ersten Radfahrer sind auch schon unterwegs. Ich müsste jetzt auch, glaube ich, schon im Baskenland sein. Das ist ja so ein bisschen aufgeteilt zwischen Spanien und Frankreich. Die wollten ja auch schon seit Ewigkeiten unabhängig werden, aber das wird wohl nie passieren. Die baskische Sprache ist nämlich eine von den ganz wenigen in Europa, die nicht indogermanisch ist. Alles andere, wie die Römer, Kelten, Griechen, Mann, ich muss mich mal auf den Weg konzentrieren, hier, es wird gerade schneller. Haben ja eine indogermanische Sprache. Es gibt da nur noch die finno-ugrische Sprachfamilie, das sind die Ungarn und die Finn. Das ist auch nicht indogermanisch. Das kommt mehr so aus dem Osten. Aber hier, die soll schon ziemlich alt sein. Wird vermutet. Wird auch so stimmen, denke ich mal. Jetzt fahre ich da vorne in den Strandbereich, wo dann auch hoffentlich Bänke sind. Vorhin hat sie mich noch mal kurz genieselt, wo ich das Zelt abbauen wollte. Aber war nur ganz kurz. Heute soll es eigentlich nicht regnen. Und jetzt gibt es Frühstück. Freue ich mich drauf. Da hat der kleine Ort, wenn es überhaupt dort ist, nicht bloß so ein Touristending, zwei riesengroße Zeltplätze. Wir haben bloß ein paar Monate im Jahr auf. Das Areal, was da verbraucht wird, nur für so Mist. Wenn es wenigstens richtig genutzt werden wird. Aber naja. Ist halt so. Ansonsten ist hier. Ja, Bauhäuser stehen da. Ansonsten ist hier tote Hose. Da hinten knallt es immer noch. Oh, dunkle Wolken sehe ich auch. Und ich fängt es nicht wieder an zu regnen. Hier gibt es erstmal ein schönes Frühstück. Da sind sie nun, die Campingplätze. Einsam und verlassen und riesengroß. Hier gibt es wahrscheinlich keine Wintersaison. Ich habe jetzt beim Frühstück auch nochmal. Ja, Frühstück. Es ist mir fast Mittag. Ja, das mache ich halt mal ziemlich lang. Auf jeden Fall habe ich da nochmal schnell eine Route zusammengebastelt von mehreren hundert Kilometern. Mich dann irgendwo tief in Spanien. Und dann muss ich weitersehen. Da habe ich aber erstmal die nächsten Tage genug zu fahren. Ist auch wieder ein bisschen Eurowelle dabei, ein paar lokale Radwege. Ich glaube sogar noch ein Kanalradweg, so ein Stückchen. Da bin ich ja eh in den Pyrenäen. Da muss ich auch gucken, wie es da wird. Weil es wird ja doch ein bisschen langsam Herbst. Habe ja schon einen zweiten Tag das Jäckchen an. Und um die Füße wird es auch langsam kalt. Aber die Sonne ist halt noch mal rausgekommen und deswegen werde ich auch bei dem nächsten Süßwassersee, wo ich vorbeikomme, baden gehen. Wenn da nicht so viel los ist. Da soll es auch Trinkwasser geben, dann kann ich auch gleich wieder auffüllen. Das Wasser habe ich schon mal gefunden, es geht. Hier sind dann wieder Sitzecken und ich fahre jetzt hier eine Runde zum See. Und das hier habe ich jetzt für mich ganz alleine. Das ist der schöne See. Da ist noch ein Campingplatz, der ist aber zu. Da kommen schon wieder Leute. Nee, komm nicht. Das ist nämlich auch so ein Phänomen. Egal wo man hingeht, man ist ganz alleine. Ein paar Minuten später sind auf einmal zig Leute da. Als ob das richtig anzieht wie ein Magnet. Keine Ahnung, was das ist. Ist mir gestern auch schon passiert beim See. Erst beim Essen. Dann bin ich vor zum Strand, war ganz allein. Ups, waren auf einmal sechs Leute da. Ja, habe ich wieder lange aufgehalten. Hab noch mit jemandem geschwatzt, einem Deutschen. Der fährt schon seit 8 Jahren mit so einem Bus durch Europa. Spaziergänge mit Hilde, so heißt sein Hund. Muss ich mal gucken, was der so macht. Hat mir noch ein paar Tipps gegeben für Spanien. Und
Ich muss jetzt erstmal einkaufen in der nächsten Stadt. Das ist wichtig, ich hab schon wieder Hunger. Ist ja schon wieder ziemlich spät, glaube ich. 2 Uhr oder so. Es geht schnell. Und mal wieder ein Stück Bahntrasse. Man sieht, ich war einkaufen. Das geht überhaupt nicht mehr zu. Das muss ich jetzt mal neu umpacken irgendwie. Oh, die Hälfte schon vernichten. Hier auf dem vollgeschissenen Tisch. Ja, setz mich da drüben hin. Da geht's noch. Also von so einer kleinen Essenspause kannst du nicht mehr reden. Das sind reine Fressurken. Aber Hauptsache, ich bin erstmal für eine Stunde satt. Ich mache jetzt ein bisschen langsamer, es muss erstmal alles setzen. Hab's hier eh nicht eilig. Wer weiß, wo ich heute rauskomme. Ist es jetzt ein Schwarzfahrer oder ein Schwarzflieger? Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt gedacht, hier ist ein Campingplatzofen. Da war aber nur das Tor auf für die Mitarbeiter, die jetzt alles in Stand setzen, denke ich mal. Oh ja. Ich glaube, so schnell finde ich keinen mehr. Ich habe auch keine Lust mehr, irgendwie danach zu suchen. Du musst 20 Zeltplätze aufrufen. Dann dauert es ewig, ehe du da die Öffnungszeiten findest. Nö. Muss halt wieder wild campen. Hier ist halt die Küste voll bebaut. Ich muss noch ein Stück rausfahren. Und dann kommt das hier grünstreif. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ja. Hier werde ich bleiben. Da ist ein dreckiger Kanal. Drüben ist der Eurovelo. Hier ist noch ein anderer Weg. So ein Feldweg. Da kommst du vorne über eine Brücke drüber. Aber so viel dürften jetzt nicht mehr kommen. Auf dem Eurovelo ist noch ganz schön was los. Schocker, Radfahrer. Er verbindet hier auch eine größere Stadt mit einer kleineren Stadt. Also, ich muss jetzt quasi hier bleiben. Ja. Warte noch ein bisschen, dann baue ich das Zelt auf. Ja, jetzt erstmal wieder eine Bank suchen. Jetzt muss ich nur noch Wasser finden. Das wird da vorne wahrscheinlich gleich kommen. Das ist immer das Gute, wenn es so eine App hast, wo das alles drin steht. Ja. Und dann biege ich ja dann auch schon bald ab Richtung Osten. Fahr also nicht mehr die Küste lang. Das Wetter soll auch die nächsten Tage richtig schlecht werden. Über mehrere Tage. Huhuhuhuhu. Habt ihr nun wirklich die schön gehabt, die letzte Zeit? Kann man sich hier gar nicht beklagen. Aber ich fahre ja dann in die Berge und wenn es da regnet. Uiuiuiui. Ja, warten wir es erstmal ab. Wer weiß, ob das alles so stimmt. Warten müsste ich auch noch, aber in dem Kanal mache ich das nicht. Vielleicht finde ich heute noch eine Stelle. Ich könnte zwar jetzt noch mal schnell zum Meer fahren. Ich bin hier noch in der Richtung. Da hinten irgendwo, ein paar hundert Meter weiter ist jetzt nicht, aber du kommst ja nicht so richtig schön dran mit dem Fahrrad. Ah, jetzt hol ich erstmal Wasser. So, nächste Tagesaufgabe erfüllt. Ich wäre beinahe dran vorbeigefahren. Weil das ist nämlich hier irgendwie Industriegebiet. Aber draußen soll der Wasser haben, warum auch immer. Gut für mich. Alter, ich sehe richtige Berge. Da jetzt sehe ich einen Bus. Da hinten auch. Ich kriege Angst. Ich glaube, der Kupferbolz guckt auch schon raus. Uiuiui. Ja, hab jetzt bestimmt. Oh, ich muss mal gucken, wo ich lang muss. Rechts. Ich habe jetzt bestimmt. Ja, keine Berge gesehen. Okay, ich bin jetzt hier am Harz vorbeigefahren, aber oben drüber ja auch nicht. So hoch ist der ja auch nicht unbedingt. Was, 1200 oder sowas, gell? Jetzt muss ich Stopp machen. Gucken, ob nichts kommt. Ich bin nämlich hier im Stadtgebiet. Ja gut, ich erzähle danach weiter. Aber bevor ich in die Berge komme, fahre ich erst noch mal ein Stückchen Fluss lang, glaube ich.
dessen Namen ich auch nicht weiß. Und das ist auch eine größere Stadt hier. Ja, jetzt stehe ich hier. Und der Fahrstuhl geht nicht. Tolle Schuhe, ey. Oh Mann, ey. Doch, er geht. Was erzähl ich denn? Okay. Geh doch. Was ich mir noch ab? Muss ich jetzt raus? Okay. Geh nach vorne. Pass ich doch durch. Ah, jetzt habe ich schon ein bisschen Panik gekriegt. Also der Eurovelo, der geht jetzt nach links weiter, immer so ein bisschen noch an der Küste. Und ich fahre jetzt nach rechts. Ja, langsam ist es mal ruhiger geworden hier. Das ist jetzt der Art gerade, wie ich die... Oh, da eine Echse. Die 81. Genau. Mal wieder ein Kanal. Jetzt ist es noch schön flach. Mal sehen, wann die ersten Steigungen kommen. Ist ja wirklich warm geworden heute. 30 Grad. Ja, die ersten Hügel drohen mir schon. Und das ist jetzt auch der Eurovelo 3. Ich glaube, dem folge ich dann auch eine ganz schöne Weile. Meine Route geht eigentlich da drüben lang, aber wir sind ja hier irgendwie parallel. Weiß ich, ob da drüben auch gerade nicht lang geht. Ich bin jetzt auf den geblieben. Da steht es nochmal dran. Aber es ist auch noch die 81. Hier an dem Plus, den ich die ganze Zeit schon folge, wären natürlich wieder etliche brauchbare Schlafplätze gewesen. Aber es ist wieder mal zu früh. Es sind noch zwischendurch Bänke und Tische. Noch Wiese, noch mal Stellen, wo du dich schon versteckeln kannst. Immer zum unpassenden Zeitpunkt. Weil dann irgendwann komme ich auf Straßen. Das hier ist ein Radweg. Der ist auch gesperrt für Autos. Ist ein Pfeiler dazwischen. Das wäre genau das Richtige. Schade. Ja, was ist denn hier los? Auf dem Radweg. Gerade eben noch so entdeckt. Ich muss eigentlich in die andere Richtung. Alte Burg. Da kommst du, glaube ich, nicht drauf, wie es aussieht. Es ist 10 vor 6 und die Sonne prasselt immer noch. Ja, 30 Grad. Und ich suche auch langsam noch einen Schlafplatz. So, das Dilemma fängt jetzt an. Das wieder kurz vorm Schlafen gehen. Ich bin schon längst im Abschaltmodus. Oh. Da hinten drohen schon die richtig großen Berge. Ich habe jetzt mal das Handy genommen, weil auf der GoPro sieht man das hier wieder gar nicht. Hier ist so ein bisschen, oder? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich Berge kann. Ich bin jetzt schon kleberklein. Und gerade mal auf 100 Meter Höhe. Ja, am Anfang von den Bergen geht es halt immer hoch und runter. Bevor erst der richtige Pass kommt. Ich bin ja jetzt weitergefahren, weil irgendwann kommt noch eine Bahnstrecke. Da wollte ich gucken, ob ich vielleicht zelten kann. Theoretisch könnte ich auch schon hier. Irgendwann müsste jetzt auch ein Bächlein kommen. Vielleicht kann mich da noch waschen, wenn er nicht zu sehr verdreckt ist durch die Landwirtschaft. So, das Wasser vom Bach ist in Ordnung. Habe ich gerade frisch gemacht. Aber hier schlafen, das wird nichts. Da muss ich jetzt noch weiter bis zur... Och. Oder über die Stolpe bis zur Bahnlinie. Nee, das wird hier nichts. Da vorne kommt doch schon wieder ein Haus. Wird ja auch gleich dunkel. In 20 Minuten spätestens. Ich glaube, das Abenteuer beginnt jetzt erst. Am besten jetzt gleich mit der Schlafplatz suchen. Die Route, die ich gebastelt habe, die weicht ganz schön weit immer ab von der, wie es jetzt im Original ist. Weiß jetzt nicht, was ich da gemacht habe. Oder weil die Karte, die ich da benutze, die Offline-Karte, ist ja schon 2 Jahre alt, die nicht die aktuellen Daten hat. Guck, sind immer noch Leute unterwegs. Bis hier eigentlich voll in der Pampa. Da stehen super paar Höfe und das war's. Ja, die Bauern arbeiten auch noch bis zum letzten Sonnenstrahl.
fast ausgestorben. Ja, ich suche immer noch. Oder ich bin auch auf dem Weg zu der Bahntrasse. Das da hinten, was man so schemenhaft vielleicht doch erkennen kann, sind keine Wolken, das sind die Berge. Wahnsinn. Da schimmert auch noch einer raus. Ich muss jetzt hier lang. Ja, es kommt halt davor, wenn man denkt, man kann im Bergland noch was schaffen abends. Kurz vor Feierabend. Ja, ich hätte bei dem Kanal bleiben sollen. Ich habe es hier vorhin überlegt, aber komm, erst noch ein Stückchen. Wird schon noch was kommen. Nee. Es wird schon wieder alles düster hier. Den Bahntrassenradweg habe ich erreicht. Ich bin jetzt mal in die falsche Richtung gefahren, weil ich wusste, dass hier Bach kommt und hier ein Weg lang geht. Da habe ich jetzt noch nicht geguckt. Aber hier unten, das wäre spitzenmäßig. Aber es soll ja regnen. Und ich weiß nicht, wie schnell der Fluss ansteigt. Außerdem müsste ich da einen ganz steilen das Fahrrad runterschleppen. Ja, ich könnte die Taschen abmachen zur Not. Aber da liegt es da nicht weich. Da müsste ich die Luftmatratze wieder aufblasen. Jetzt habe ich auch keine Lust irgendwie. Ich könnte sie oben noch hinstellen. Ja, aber da unten wäre es schon irgendwie klasse. Oh, ich muss mir überlegen. So lange kann ich mich nicht mehr überlegen, weil es wird gleich zapfenduster. Das geht ratzfatz. In der Richtung kommt ja dann morgen noch eine Schutzhütte. Soweit ich gesehen habe, da könnte ich ja dann Frühstück machen. Wenn es wirklich morgen früh anfängt zu regnen. Was mache ich nur? Los, sagt mal was ich machen soll. Zu spät. Wer weiß, wann die Videos überhaupt hochgeladen werden. Weil ich die Zeit dazu habe, die überhaupt zu bearbeiten. Und jetzt falle ich gleich wieder hin. Ja, Video machen und nicht auf den Weg gucken. Was mache ich nur? Am besten nicht so viel labern. Wir haben ja auch schon mal im Rhein geschlafen, wo er so niedrig Wasser gehabt hat. Wo wir eine Alpentour 2012 gemacht haben. Da haben wir aber bloß die Isomatten ausgelegt. Da wussten wir ja, dass es schönes Wetter bleibt. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Was wäre der Weg hier runter? Ich gehe jetzt da runter, ganz einfach. Ich bin hier spaßeshalber doch nochmal in die andere Richtung gegangen, hab geguckt. Es kommt halt davor, weil ihr nichts gesagt habt, wo ich hingehen soll. Kann ich mich wieder nicht entscheiden. Auf jeden Fall ist es da sogar noch ein bisschen. Na, schöner nicht unbedingt, aber ein bisschen abseitiger. Kann es nicht so leicht gesehen werden. Wo hier sind drumherum ein paar Dörfchen, die alle schlafen, denke ich mal. Hier kann ich das Zelt oben hinstellen. Das ist gut und das Wasser habe ich auch gleich. Wäre ich vorhin nicht schon mal baden gegangen, also hätte mich da gewaschen an dem Bächlein, hätte ich jetzt noch schön Zeit. Jetzt ist aber schon dunkel. Aber ich werde trotzdem noch einen Tee kochen und mir was zu essen machen. Und ein schöner Wasser. Nehme ich die Stuhl mit runter. Ja. Der Weg hört mich hinten hier irgendwo auf. Darf sowieso nicht mit dem Auto hin. Und da stelle ich hier das Zelt hin. Einwandfrei. Und da kommst du zum Wasser runter. Da auch eigentlich. Aber da ist wie so ein Kiesstrand. Ja, das sind wenigstens wieder mal richtig geile Schlafplätze. Und hier ja schon vor 2 Stunden auftauchen können. Wäre nichts passiert, weil hier kommt bestimmt auch keiner vorbei. Wer hier vorbeikommt, den interessiert es nicht. Naja, so ist das halt. Leider habe ich im Zelt frühstücken müssen, weil es hat bis vorhin noch geregnet. Hinten wird es aber schon wieder blau. Eigentlich wollte ich hier runter zum Fluss, aber ich lasse jetzt erstmal so ein bisschen das Zelt trocknen. Und die Nacht hat es richtig gestürmt, aber ich war hier voll windgeschützt. Weil hinter mir ist eigentlich so eine Felswand nach dem Fluss.
bequem wie ich es jetzt habe, werde ich es aber leider nicht lang haben, weil die Bahntrasse geht nicht so weit. So wie ich es gesehen habe auf der Karte. Und da muss ich erstmal wieder Wasser besorgen. Und vielleicht immer was Richtiges zu trinken. Von da unten muss ich kommen. Da hinten irgendwo habe ich geschlafen. Ja, jetzt mache ich erstmal ein paar Meter. Das ist die Schutzhütte, die ich mir gestern noch rausgesucht habe. Naja, okay. Als im Schlafen wäre es nichts gewesen. Nur gut, dass ich dort geblieben bin. Also hier sieht es auch nicht so rosig aus. Ist halt der Damm und links und rechts ist keine Wiese halt. Ja, die Berge kommen näher. Der Wind ist auch noch da. Ah, es sieht schon wieder fantastisch aus, ey. Was mir aber Probleme bereitet, ist, dass meine Route komplett immer abweicht von der offiziellen. Verstehe ich nicht, ey. Ich bin da eigentlich immer sehr sorgfältig. Weil da hinten wäre jetzt auch wieder so eine Bahntrasse, aber die ist glaube ich gar nicht geteert oder als Radweg ausgebaut. Weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ah, jetzt genieße ich jetzt mal ein bisschen die Landschaft. Oh, jetzt geht schon wieder runter. Gerade hochgekämpft. Das wäre ein Teil von meiner Route gewesen. Auch eine ehemalige Bahntrasse halt. Aber ich weiß nicht, warum ich das eingebaut habe. Die Karten nicht mehr stimmen oder was. Hat bis jetzt eigentlich immer geklappt. Dann nehmen wir halt die Polen-Radwege raus. Und sonst hat es immer funktioniert, wenn ich das mit drüber gemacht habe. Aber der Radweg ist ja sehr gut ausgeschildert. Auch schon der an der Küste. Gar nicht so schlecht. Jetzt gucke ich erstmal nach. Kaffee, Boulangerie, ich habe schon wieder Hunger. Auch hier werden die Schilder mit zwei Sprachen geschrieben. Einmal in Baskisch natürlich und in Französisch. Wie in der Bretagne halt auch. Da war es halt bretonisch. Hier gefallen mir auch irgendwie die Häuser mehr als an der Küste. Das sieht von mir so aus wie Bergdörfchen. Schön zurecht gemacht. Wasser habe ich schon gefüllt. Und hier, das ist das baskische Kreuz. Habe ich jetzt auch schon öfters gesehen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich was zum Essen finde. Ja, Boulangerie war ich, aber die haben kein Bargeld genommen. Jetzt habe ich schon bestellt gehabt, jetzt muss ich nochmal los. War ich jetzt an drei Bankautomaten, die einer funktioniert hat. Bin dann wieder zurück und hab dann bezahlt. Hier bin ich an so einer Station für Fahrräder. Da gibt es sogar Wasser wieder. Hier kannst du die abschließen oder was? Nee, Strom. Ey, da lade ich jetzt auf. Das ist ja geil. Ich wollte nämlich jetzt mein Werkzeug nicht rausholen, weil ich müsste mal wieder den Ständer festziehen. Der lockert sich immer. Nämlich das, oder? Ach, das reicht gar nicht. Das bringt nichts. Aber ich müsste da hin. Da komme ich auch nicht bei. Naja, lade ich erstmal auf. Langsam gibt man mal wieder tief in die Bilder rein. Und jetzt gibt schon wieder alles. Ey. Oh. Hab eben noch schön aufgepumpt. Toilette war auch dort. Was getrunken. Und jetzt quäle ich mich weiter hier hoch. Jetzt weiche ich die Route komplett von allen ab. Von meiner, sogar von der Karte. Ich denke mal, das haben sie neu gemacht. Mit zusätzlichen Höhenmetern. Normalerweise geht es da unten im Tal entlang. Die Straße. Also hier bloß wieder irgendwelche Almweg oder sowas. Sieht man ja. Die Quälerei, ey. Ich könnte schwören, dass es untenrum viel einfacher ist. Wegen der Hauptstraße. Weil die sind nicht so steil gebaut. Denke ich mal. Ist eigentlich fast in jeder Region so, wo es bergig ist. Aber hier habe ich bloß
ein paar Bauern und das war's. Mit dem Handy sieht man es vielleicht besser. Ich kann es kaum erwarten, dass ich da oben irgendwo bin. Ja, jetzt bin ich mittendrin, glaube ich. Aber am Anfang noch von den ganz großen Bergen. Da rennen schon wieder die Köder von den Höfen auf die Straße, kläffen nicht an, rennen ja näher. Und eben das Stückchen, wo es wieder runterging, war noch steiler, als es hochging. Also von der Seite möchte ich auch nicht hochfahren mit Gepäck. Ja, jetzt weiß ich mir nicht, wo es lang geht, weil hier keine Schilder mehr stehen. Das ist ja super, ey. Ach, die Seite ist kaum befahrbar. Das ist sowas von steil. Ich frage mich jedes Mal, wer das konzipiert. Eigentlich nicht normal. Stimmt, 20%? Ja, kommt hin, stellenweise. Ah, da wirst du gleich einen schönen Ausblick. Ja, unten geht schön die Straße lang. Ich weiß nicht, warum sie sowas machen. Keine Ahnung. Eigentlich mit einem normalen Fahrrad fährt auch keiner hoch, denke ich mal. Außer hat ein E-Bike, dann geht's vielleicht. Aber was soll's, gell? Ich fahre jetzt auch noch schildern und dann muss ich halt das machen. Sonst hätte ich das hier nicht, gell? Ah, du fährst hier wirklich nur die Steilhänge hoch und kommst wieder auf die gleiche Straße, wo es normalerweise lang ging. Wahrscheinlich muss da hinten auch nochmal hoch. So wird das jetzt weitergehen, denke ich mal. Aber ist egal, ich fahre jetzt. Ja, oben angekommen, geht jetzt wieder runter. Und dann muss ich da rüber, wie es aussieht. Was haben wir hier? Mähen hier? Nee. Okay. Also Höhenmeter mache ich ganz viel, aber nach oben komme ich auch nicht. Grünärsche. Hier kann man mal sehen, wie es gestern gestürmt hat. Und den habe ich eben nicht bemerkt. Den hätte ich jetzt durch mein Gesicht gezogen. Den mache ich jetzt mal weg hier. Ja, ja, ist ja gut. Ich muss hier lang. Die Schilder sagen's. Alles gut. Jetzt guckt sich das mal einer an. Das ist der Eukovelo. Ich fahre fast nur noch im ersten. Und hier weiß ich nicht, wie ich das schaffen soll. Hinter den Bergen ist wirklich die Straße. Da wäre ich bestimmt schon 3-4 Mal dort. Aber es soll nicht so sein. Jetzt zieh ich es noch durch. Jetzt kann ich es wieder runter. Bis zur Straße. Dann überquere ich sie. Fahre da drüben noch eine Hügelkette lang. Oh. Als wenn es ein Arm mehr zieht als ein Bein, gell, da weißt du, was los ist. Geht wahrscheinlich genauso schnell wieder runter. Oh, ich muss erst mal kurz ausruhen hier. Ich bin jetzt mal ein paar Kilometer die Hauptstraße lang gefahren. Das war jetzt sowas von einfach. Ich hätte mich jetzt sonst wieder 50 Kilometer nur rumgequält und habe jetzt nur 8 Kilometer ja, angenehmes Fahren gehabt. Hast zum breiten Seitenstreifen gehabt, wie hier jetzt. Es ging. Weil hier vorne kommt vielleicht ein Campingplatz. Wenn ich Glück habe, hat er auf. Wenn nicht, kommt noch weiter hinten eine. Das hätte ich alles sonst nicht geschafft. Aber weiß, ob der auf hat. Hast keine Informationen gefunden im Internet. Aber der kommt gleich in 1-2 Kilometer. Sehe ich es ja. Das ist der erste Campingplatz. Ich bin jetzt einfach reingefahren. Da stand irgendwas dran mit Camping Natural. Aber auch keine Öffnungszeiten, nichts. Da ist noch ein paar alte Zettel. Das Wasser geht, habe ich ja schon probiert. Bauch einziehen. Ist halt ziemlich einfach gehalten. Da brennt noch ein Feuer, haben das Holz frisch gemacht. Die Straße ist dort. Ich werde mich dann hier hinlegen. Es ist nämlich jetzt jemand vorbeigekommen und habe ich gefragt,
Und dann habe ich dann auch gleich das Geld in die Hand gedrückt. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Besitzer war oder ein Angestellter, keine Ahnung. Ja, Campingplatz für mich ganz alleine, auch nicht schlecht. Ich werde mich hier hinstellen, damit ich den Krach von der Straße nicht so sehr höre. Kann ich wenigstens die Nacht alles aufladen. Hier kommt nichts weg. Stecke ich gleich mal die Powerbank dran. Und das, was ich noch machen muss. Ist jetzt noch nicht so spät. Ist gleich 6. Den anderen hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr geschafft. Von der Rezeption her. Das wäre wie es ein Municipal gewesen. Der wäre sogar teurer als der hier, glaube ich. Aber ist jetzt egal. Ich bin jetzt hier. Gut ist. Zelt aufbauen. Jetzt habe ich ja voll blöd aus der Wäsche geflutzt. Weil im Sanitärgebäude geht nicht eine einzige Steckdose. Na, ich hier mal probiert. Funktioniert. Hab schon einen kleinen Schock gekriegt. Neue Freundin habe ich auch. Aber ignoriert mich ein bisschen. Ich will bestimmt was zu essen haben.